Berlin-Ostbahnhof. Einfahrt hat der Berlin-Warschau-Express. Die Bahn empfiehlt diesen Zug als eine der Alternativen für die Fahrt nach Königsberg in Ostpreußen. Viermal muss umgestiegen werden. Bei anderen Routen muss man sechsmal den Zug wechseln. 32 bis 45 Stunden wird es dauern, bis das heutige Kaliningrad erreicht ist. 1939 brauchte der D1 Berlin-Königsberg 6 Stunden und 36 Minuten für die 590 Kilometer lange Strecke. Die heutige Ostbahn ist durch die Nachkriegsentwicklungen zur Nebenbahn geworden. Auf den in Deutschland verbliebenen restlichen 83 Kilometern bis nach Köstrin-Kietz fährt heute bis Strausberg die S-Bahn und ab Lichtenberg die private Niederbarnimer Eisenbahn. Bis Kietz gibt es noch die alte Kilometrierung, beginnend im heutigen Ostbahnhof. Zweigleisig ist die Strecke nur noch auf wenigen Kilometern. Nach Kriegsende 1945 wurde das zweite Gleis als Reparationsleistungen an die Sowjets abgebaut. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es einen kleinen Grenzverkehr bis jenseits der Oder. Heute erreichen die Talentzüge der NEB den Bahnhof Koszczyn in Polen. Der ehemalige Bahnhof Köstrin hat ein großes Empfangsgebäude, errichtet in typisch preußischer Backsteinarchitektur. Im heutigen Polen lassen sich in den Bahnhöfen und an der Strecke die deutschen Ursprünge nicht leugnen. Dabroszczyn heißt heute das alte Tamsel. Inzwischen sind auch in Polen moderne Triebwagen unterwegs. Zwischen Kreuz und Köstrin fahren diese Wagen. Die Geschichte der preußischen Ostbahn ist eng mit der Entwicklung Deutschlands verknüpft. Ihren Anfang nimmt sie 1851 mit dem Abschnitt Kreuz-Schneidemühl. In den nächsten Jahren wird weitergebaut und Königsberg erreicht. Ab 1867 ist die Ostbahn in ganzer Länge fertig. Von Berlin über Königsberg bis nach Eidkuhnen an der russischen Grenze ist sie rund 740 Kilometer lang. Bis Königsberg sind es 590 Kilometer. Die Ostbahn wird zur bedeutendsten Eisenbahnlinie Preußens und des Deutschen Reiches. Die neue Strecke trägt auch zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Güterzüge mit Getreide und Gemüse sowie Viehtransporte rollen gen Westen. Schon 1880 gehören zur Direktion Ostbahn fast 800 Lokomotiven. Die preußische Ostbahn entwickelt sich zu einer der wichtigsten Magistralen Europas. Legendär sind die Einsätze der preußischen S10 vor dem D1 Berlin-Königsberg-Eidkuhnen.